Betreten auf eigene Gefahr. Vorsicht, Geisterbeschwörung. Alter Schwede. Hier an der Seite steht sogar noch ein alter Kittel. Eine Art kleine, sag mal, Leichenhalle. Gestorben 1968. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute eine verlassene Kapelle oder irgendwie sowas in der Art an. Soll vielleicht sogar noch eine Leichenhalle geben. Ja, mit dabei ist der Sören und der Alex. Alex? Hallo. Moin. Wir reden auf eigene Gefahr, Alarm. Und ich würde sagen, in dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Betreten auf eigene Gefahr. Boah, aber was ist das schon wieder für ein geiler Weg hier. Ey, es ist alles rechts und links zugewachsen. Die Sonne schimmert hier so durch. Und es ist wirklich wieder verdammt, verdammt heiß heute. Wir sind halt einfach wirklich mitten in Brandenburg. Ich weiß nicht, es ist eine ganz andere Stimmung als bei uns jetzt zum Beispiel hier. Die Wälder sind ganz anders. Einfach so die Bäume, ach, keine Ahnung. Irgendwie ist das total anders hier. So, und wir stehen vor dem ganzen Anwesen. Da oben ist noch so ein uraltes Kreuz, beziehungsweise ein kleines Schiff. Mit einem Kreuz drauf. Hier steht die Tür schon offen. Ich denke mal auch, dass das Video ziemlich unheimlich wird, beziehungsweise ja auch so ein bisschen sentimentaler, weil ich meine, es ist halt ein Thema, was man auch mit Vorsicht behandeln sollte und jetzt hier keine Späße groß drüber macht. Wir sind ja ehrlich gesagt an der ersten Stufe des Todes dran. In einer Kapelle werden meistens einfach die Beerdigung gemacht. Das ist so. Die Leute werden dann hier, also die Verstorbenen, werden dann noch so weit hier aufbewahrt und kommen dann ins Krematorium. Genau, Krematorium wäre ja dann Leichenverbrennung und hier... Wenn man auf Einäscherung möchte. Wenn man es möchte. Sie nämlich direkt von hier aus gleich in so wie sie im Sarg sind, vergraben. Dann müsste ja safe auch hier in der Nähe ein Friedhof sein, oder? Wahrscheinlich irgendwo da hinten im Wald. Ich kann mir vorstellen, dass hier, weil hier geht ja auch nochmal ein Weg lang. Ja, oder in die Richtung. Oder die wurden hier abgeholt und dann. Kann auch sein, aber wenn jetzt hier, sag ich mal, jemand direkt eine Einsargung zum Beispiel wollte, dann war hier wahrscheinlich irgendwo... Ich denke mal. Ja, noch oder im Friedhof. Ne? Könnte ich mir echt gut vorstellen. Können wir gleich mal rundherum gucken. Eventuell ist hier noch ein Friedhof. Besser. Das ist schon wieder. Das ist schon wieder ein ganz komisches Ding. Das Ding ist weder auf irgendwelchen Karten drauf. Also doch auf einer ist es glaube ich drauf, aber jetzt auf keiner großen verbreiteten. Ja. Und gestern waren wir bei riesigen bekannten Locations eigentlich und wir haben niemanden angetroffen. Jetzt stehen wir gerade davor. Kommen da hinten aus dem Gang 5 Leute. Ja, dann sind wir jetzt erstmal drinnen. Wir warten jetzt so lange hier draußen, bis die da fertig sind. Oder zumindest gehen wir erstmal kurz so gucken, weil, ja, ich weiß nicht, filmen mit so vielen Leuten in so einem kleinen Raum ist einfach so unmöglich. Weißt du, da reden Leute, dann sind Leute im Bild. Deswegen warten wir jetzt kurz. Übrigens, das Schild wollte ich euch noch zeigen. Vorsicht, Geisterbeschwörung. Was steht hier? Totenanbetung? Gefährlich. Nee, ist gefährlich. Die Bibel warnt davor. Wer das tut, steht unter Gottes Fluch. Gott kann diese Menschen nicht beschützen oder segnen. Vorsicht vor Okkultismus. Sucht die Wahrheit in der Bibel. Gottes Wert bleibt für immer und ewig. So. Das heißt, heute mal keine Geisterbeschwörung oder was? Wollten wir sowieso nicht. Heute mal nicht. Heute mal zur Ausnahme einmal nicht. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Leute, ich habe wirklich mal übelst Bock eigentlich auf so eine Geisterbeschwörung und irgendwie so zur Halloween-Zeit, aber... Ich weiß nicht. Am Ende. Erstmal Geisterjäger filmen. Ja, das kriegt man hin, aber am Ende wird man dann noch verfolgt bis in alle Ewigkeit. Naja, ich würde sagen, ich mache ein paar Cinematics und dann geht's rein. Alles klar, die anderen sind jetzt raus. Ich würde sagen, wir treten mal ein und hier brauchen wir auch direkt ein bisschen Licht. Alter Schwede. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier damals sozusagen so ein paar Stühle standen. Ja gut, es passt halt quasi zu der Kapelle dann, ne? Dann saßen hier die Angehörigen auf ein paar Stühlen wahrscheinlich.
Und dann da vorne wie so ein kleiner, ja, Andachtstisch. Noch irgendwelche Kreuze drauf. Ein altes Bild, ich weiß halt nicht, was das alles jetzt genau deuten soll. Eine Grabkerze. Das ist der sogenannte Dauerbrenner. Vielleicht hört ihr es. Es sind lauter Insekten hier. Es summt und brummt in jeder Ecke. Überall sind Mücken und Fliegen. Das ist ganz, ganz, ganz brutal hier oben. Ich habe so viele Stiche allein schon von gestern. Das ist nicht mehr normal. Und das hier waren dann entweder, ich weiß nicht, vielleicht Kerzenhalter. Oder da oben war eine Lampe drin. Aber ich glaube, das war vielleicht ein Kerzenhalter. Wobei, dann müssten ja eigentlich da oben viel mehr Spuren noch von Ruß und sowas zu sehen sein. Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Ich meine, klar, auf der einen Seite will man jetzt hier nicht die Ernsthaftigkeit verlieren. Auf der anderen Seite, Freunde, ich weiß halt nicht, was ich dazu erzählen soll. Ich meine, Bilder sprechen hier halt einfach wieder viel mehr als 1000 Worte. Egal, was man sagt, irgendwie für jeden hat es eine andere Bedeutung. Ja, der Tod allgemein, wie man auch danach mit dem Tod umgeht. Deswegen, ich denke, ich werde viele Bilder sprechen lassen in dem Video. Und genau, wir schauen gleich mal weiter in den Raum. Jetzt gibt es jetzt noch mal ein paar Shots von hier. So, es geht jetzt hier weiter. Ich denke mal, sagen wir zu einer Kapelle. Dürfen ja definitiv noch Rückzugsräume und vor allem so eine Art kleine, sag mal, Leichenhalle gehören. Und da stehen wir jetzt. Was willst du hier groß sagen? Ich meine, das ist ja, was ist das genau? Das ist doch eigentlich so ein Leichentisch, oder? Das ist eine Trage. Das ist einfach eine Trage. Ah, nee, guck mal, aber sogar mit Rollen. Ja, klar. Einfach aus dem Grund, weil meistens, hier wurden ja dann die Verstorbenen in dem Sinne vorbereitet für den Sarg, / für die Einäscherung, weil wir sind in einer Kapelle, kirchlich. Ja. Hier wird also auch definitiv Beerdigung stattgefunden haben. Wie gesagt, Vorbereitung mit Rollen ist logisch, weil meistens ein Mann hier drin war, der das gemacht hat. Ein einziger nur. War ja nur Person. Was ein unheimlicher Job, wenn man so alleine an der Leiche herumhantieren. Ja. So, jetzt musst du überlegen. Der Verstorbene kam hierher, wurde hier vorbereitet fürs Aufbahren. Dann wurde vorne im Hauptsaal, wurde dann die Beerdigung also vollzogen mit Trauerfeier und allem drum und dran. Und jeder hat was gesagt. Dann kam er wieder zurück, wurde hier wieder für den entweder Sargtod, / für die Einäscherung erneut vorbereitet und kam dann wieder raus. Ja, Feier klingt immer bei einer Beerdigung scheiße. Feier, also. Es ist wirklich so. Also es ist ja keine Feier, es ist eine Trauerfeier, aber irgendwie, man feiert ja nicht den Tod, also zumindest nicht wissentlich. Also Feier passt halt gar nicht dazu, aber welches andere Wort will man benutzen? Also ich sage einfach Verabschiedung, die Verabschiedung von den Angehörigen. Es passt schon eher. Ansonsten, was weiß ich, was das hier alles noch für Teile sind. Das noch eine uralte Hose hier. Von irgendwem? Von irgendwem, der hier vielleicht schon mal Overnight gemacht hat. Man weiß es nicht. Je länger man über das Wort Trauerfeier nachdenkt, desto schlimmer wird das eigentlich. Ich Jacke dazu. Stimmt, da ist noch die Zwangsjacke dazu. Das ging hier ab, ey. Hier an der Seite steht sogar noch ein alter Kittel. Ich will das eigentlich ohne Handschuhe gar nicht so wirklich anfassen. Ich denke mal, das ist der alte Kittel von dem Mitarbeiter hier damals, oder? Also ich sag mal von dem, wie heißt denn das? Ist ja kein Mitarbeiter, sondern jemand, der halt quasi die Leichen waschen oder was weiß ich. Halt. Ein Obduktist. Nee, Obduktist ist ja wieder Krankenhaus. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall von dem damals hier arbeiten wahrscheinlich noch der Kittel, beziehungsweise das Jackett. Hier oben steht auch noch, glaube ich, eine alte Kerze oder was das sein soll. Und Feindesinfektionsmittel, Inhalt 1000 Gramm. Hä?
Müsste das nicht eigentlich Milliliter sein? Oder war das so ein Desinfektionspulver? Nicht zum Einnehmen? Ja, das ist Pulver. Das war irgendein Pulver wahrscheinlich, zum Desinfizieren. Zum Verdünnen wahrscheinlich. Genau, was mit Wasser gemacht. Aber da ist doch sogar noch was drin, oder? Ja. Wahnsinn, ey. Nur halt das Waschbecken. Es ist halt alles schon komplett hier verdreckt und eingestaubt und was weiß ich. Es hängt noch. Es hängt noch. Das muss man natürlich dazu erwähnen. Wenn man das Badezimmer nebenan sieht, da liegt die Schüssel daneben. Man kommt jetzt kein Geschlopp. Aber irgendwie so allgemein diese Atmosphäre mit diesen komplett voller Spinnweben eingewebten Fenstern, man sieht das gar nicht so gut. Boah, jetzt sieht man es krass. Ja, und dann diesen beiden roten Stühlen. Ich denke mal zwar, dass die Stühle eventuell dahingestellt wurden, aber zumindest mit dieser Bahre hier und die Sonne da jetzt reinknallt. Also irgendwie ist es natürlich auf der einen Seite ein geiles Motiv, auf der anderen Seite total unheimlich hier zu stehen. Ich will es mir auch nicht vorstellen, wie es nachts hier drin ist. Vor allem, es ist halt auch mal wieder mitten im Nichts. Ihr habt die Drohnenaufnahmen gesehen. Wenn man hört. Man hört nichts außer den Wald und irgendwelche Vögel. Das ist schon krass. Das ist uns gerade aufgefallen und es ist verdammt creepy. Es ist einfach mal so ein Teddybär, beziehungsweise ist ja aus wie so eine kleine Stoffkatze. Sitzt hier einfach hinter dem geschlossenen Rollo. Das ist wahrscheinlich das Stofftier. Jetzt wird es ein bisschen gottlos. Das ist wahrscheinlich das Stofftier vom letzten Verstorbenen. Und es will immer noch fliehen. Möglich. Möglich ist alles. Dann wurde hier das Fenster dicht gemacht. Wer weiß, was hier noch für Geister. Und seitdem, das will ich auch nicht wissen, und seitdem verelendet hier das kleine Stofftier. Alles klar, genug gelabert. Ich würde sagen, es geht nochmal nach oben, denn es gibt noch ein Stockwerk. Ich schätze mal, da wird jetzt nicht mehr so viel Spannendes sein, aber auch das gehört natürlich dazu. Wobei halt hier auch alles schon weggeschimmelt ist. Ja, wie gesagt, passt den Boden. Boah, ach du Scheiße. Du musst doch rechts noch vorbeilaufen. Ja. Direkt, dann passt die Tür also auch. Mach große Schritte und der braucht nicht so dermaßen belastet wird. Aber, oh nee, ey, es ist so eine richtig komische Atmosphäre. Da oben ist einfach genau ein kleines Dachfenster. Wenn ich jetzt mal das Licht ausmache. Oh nee, ey, gar nicht geil. Das nachts, never. Vor allem hier zwei Stühle, so ein kleiner Tisch. Und dann in dieser ekelhaften Dachatmosphäre. So, wollen wir noch mal eben schauen, ob hier ein Friedhof ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach einmal rum, weil das ist das ganz Komische. Hier gehen überall Wege. Am besten hier direkt gucken. Wenn dann hier, aber ich habe es ja eben schon gesagt, wahrscheinlich eher zugewachsen. Nochmal so ein ganz kleines Räumchen hier mit lauter so kleinen Töpfen. Eventuell halt mal, das kennt man ja vom Friedhof, dann kannst du hier Gießkannen holen oder was weiß ich, oder halt frische Erde oder irgendwie sowas. Das ist wirklich viel größer als ich dachte, weil es geht ja hier links. Grabsteinplatten. Das geht alles nochmal in eine Runde, ja. Grabsteinplatten. Ach guck mal, da steht sogar noch ein Name drauf. Ja, da steht ein Name drauf. Da steht ein Name drauf. Oh, hier überall, ey, im Boden. Lauter Grabsteine von gestorben 1968. Wer ist geboren? 1897, was? In welche Zeit reicht es bitte zurück? Geboren 1901, da muss das Ganze ja uralt sein. Uralt. Guck mal, hier ist sogar schon ein Baum aufs Gebäude gestürzt. Ja. Und hier sind nämlich auch noch lauter Grabsteine, die sind sogar hier schon komplett eingemoost. Hier, guck mal, was? Hey, hier ist überall Stacheldrahtzaun? Okay, so langsam wird es irgendwie ein bisschen weird. Fast nochmal so ein Highlight hier von der Location, weil ich habe es gerade bei Alex so ein bisschen gehört. Hier sind Leute, die haben wirklich beide Weltkriege miterlebt. Das ist total brutal. Was die Leute wirklich im Kopf nach zwei Kriegen, bist du einfach durch. Ich könnte mir das Ganze hier übrigens an Halloween übrigens nochmal sehr, sehr gruselig vorstellen. Auch mit dem Grabstein, der da sogar noch steht. Und allgemein diese Gruselkapelle hier. Wenn ihr eventuell zu Halloween hier ein Special wollt, wie auch immer man das gestaltet, vielleicht so eine kleine Geistersitzung wirklich hier. Das wäre, glaube ich, extrem brutal. Und vorne stand ja sogar schon so ein Schild. Vorsicht vor Geisterbeschwörung. Und wir machen es natürlich trotzdem. Nein, wenn ihr es wollt, schreibt es gerne in die Kommentare oder mal auf Insta. Mal sehen, was sich da vielleicht draus machen lässt. Ja, in dem Sinne sind wir mit dem Video durch. Ich fand es eine extrem spannende Location, wenn auch sehr klein, aber mit
es ist einfach ein extremes, so ein Zeitrelikt. Ja? Allein schon diese ganzen Grabsteine und alles, ich hab's ja schon gesagt. In dem Sinne würde ich sagen, schaut bei Sören vorbei, der hat schon genug Follower, aber könnt trotzdem mal vorbeischauen. Schaut auch mal bei Alex vorbei. Ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.